Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. In der letzten Folge haben wir etwas zur Folklore gelernt und einen Mechanismus aktiviert, mit dem wir hier reinkamen. So, in dieser Folge fange ich gerade mal mit dem Menü an, also um euch das auch mal zu zeigen, körperlicher Zustand, also wir haben keine Verletzungen, alles ist gut. Geistiger Zustand, wir haben leichte Kopfschmerzen, also anfangen zu bedenken, wir haben eine Laterne, die aus ist, Öl, Zunderbüchsen, Öl und ein Journal. Was steht in dem Journal? Ah ja, die ganzen Notizen, die wir gefunden haben, das war dieses... Ach, das ist unser Tagebuch. Okay, wir waren irgendwann mal in Algerien und Mementos. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter. Also, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, ab hier weiß ich gar nichts mehr. Ach, interessant, nehmen wir erstmal den Schlüssel. Dankeschön, Spiel, ich hasse dich wirklich. Ich bleib jetzt erstmal dran hocken kurz. Bis ich nichts mehr höre. Wir öffnen ganz leicht das. Wer den Trailer gesehen hatte, wird sich an diese Situation erinnern. Ja, okay. Jetzt macht mir das Spiel Angst. Ah, eine Notiz, das ist schön. Auch nicht schon wieder. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet mit ihren selbstvergessenen Umgang mit dem menschlichen Gefäß. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brandenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt. Meinetwegen können sie verrotten. Ich frage mich gerade, warum Essen oder irgendeine Nahrung im Weinkeller gelagert wird. Aber egal. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde ihnen in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Ja, okay. Irgendwas? Nein. Und hier auch nichts. Na gut. Ist hier was zu mitnehmen irgendwie? Schade. Ich frage mich auch, wann wir das erste Mal wirklich diesen Schatten oder den Gegner mal sehen. Ach du Scheiße, warum ist denn jetzt die Tür hier offen? Ach, das war das hier. Hier können wir nochmal... Habe ich das hier alles schon mal... Boah, dieses Spiel. Wenn dieser Bildschirm da verschwinden wird, dann ist es immer ein bisschen... Naja. Okay, wir können die Studie nicht mehr öffnen. Dann müssen wir wohl hier lang gehen. Mir läuft's gerade so dermaßen scheiße kalt den Rücken runter. Wenn ich jetzt getötet werde, ist es mir egal, ich will den Gegner einmal sehen. Ey, meine Haut macht gerade Dinge, die sie glaube ich nicht tun. Ich habe eine Fackel, ich töte dich. Wo bist du? Ich bring dich um. Komm her, ich bring dich um. Egal, selbst wenn ich dich nicht töten kann, bring ich dich trotzdem um. Ja, mein Herz schlägt wieder auf, weiß ich nicht wie hoch. Der Samen gab unter seinen schwachen Körper nach, als es kam mir Rücken fiel, er fühlte sich wie der Wind, sagte, bis er sich trockene Lippen. Scheiße. Hallo? Was zur Hölle? Meine Fresse, ich hasse sowas. Ach Mann, ich habe, glaube ich, das falsche Spiel gewählt. Nein, ich werde das natürlich zu Ende LPen. Selbst wenn ich dabei durchdrehe. Ja, genau. Jetzt kommt auch noch Wind. Das ist der Cellavinare Laboratorium. Wir gehen hier hin. Und ich weiß, dass wir zuerst ins Laboratorium gehen sollten. Ja, ich bin beim ersten Durchspielen zuerst da eingegangen. Das ist auch, glaube ich, richtig so. Oh Mann, wie ich dieses Spiel gerade... Naja, die Steinplatschen und das können sie nie wieder bewegt werden, ja. Wir schaffen es aber irgendwie trotzdem, sonst wären wir nicht hier. Manchmal habe ich auch gemerkt, dauert der Ladescreen ein bisschen sehr lange. Das war, als ich das Archiv gerade eben bitte. Ja, daran. Also ich weiß, hier wird mir nichts passieren. Deswegen bin ich hier etwas gelassener. Ja, das macht mir keine Angst. Oh Gott. Also ich denke, es wird immer wahrscheinlicher, dass ich bald schreien werde. Wenn ich es tue. Verzeiht mich, ich denke, ihr würdet an dieser Stelle dasselbe tun. Eine Rückblende. There should be more Cooperites.
Let me see, let me see. And one part aquafortis. Ich glaube, aquafortis, da haben sie einen Übersetzungsfehler ins Deutsche gemacht. Was haben wir hier? Naja, nehmen wir erstmal. Gucken wir uns erstmal die Notiz an. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühe Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kulbrit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßige Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollten äußerst vorsichtig umgegangen werden, ja. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemistische Lösung für meine missliche Lage finden werde. Ja, aber damit hast du uns sehr geholfen. Wir wissen nämlich jetzt, was wir herstellen müssen. Um diese Lebensessenz da zu töten. Oh, lecker Wasser, also in dem Spiel und Wasser. In dem Spiel das Wasser, da sollte man vorsichtig sein. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass das so schnell wegbricht. Was haben wir hier? Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Integrenzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt. Und ich werde der Schwierigkeit... Was? Und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Okay, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Hier können wir dann ein bisschen Chemieunterricht spielen. Aber erst, wenn wir unsere Integrenzien haben, die finden wir im Weinkeller, zu dem wir den Schlüssel ja eben erst gefunden haben. Ja, hier sind wieder diese wunderbaren Bugs. Und was haben wir hier? Einen eingestürzten Gang. Oh, das Blut. Ach, danke. Staub. Sehr gesund, kaum Kalorien. Ja, ich musste wieder auf meinen Timer gucken. Ist verdammt nervig, vielleicht sollte ich mir irgendeinen Timer holen, der beleuchtet ist. Extra für dieses Spiel, extra für euch. Eine Handvoll Sand rieselte von der bröckelnden Steindecke und drückte seine Hutkrempe nach unten. Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam und ablud. Toll. Und jetzt geht's. Jetzt wird's wieder richtig wunderbar, hundertprozentig blind. Ich habe keine Ahnung, wir betreten leicht rot beleuchteten Gang und werden jetzt den Weinkeller betreten. Verwende den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ach, super. Ach so. Verwende. Na gut. Wie verwende ich den? Das wäre jetzt mal praktisch. Verdammt, das sollte nicht passieren. Warum kann ich den nicht verwenden? Schlüssel, verwende dich. Ah, gut. Das war jetzt dann doch etwas einfacher, als ich befürchtet hatte. Und wir betreten den Weinkeller. Wir sind fertig, sagte der Mann. Das Grab war freigelegt. Tin Hinan erwartet uns, grinste der zahnlose Arbeiter. Super. Das hilft mir jetzt sehr weiter. Vielleicht sollte man es danach nochmal spielen, nur um die Ladescreens mal zu verstehen. Laden, ja, danke schön. Ich liebe sowas. Oh, die Framerate ist gut. Oder sieht zumindest gut von der Bewegung her aus. Also, um hier zu sein, müssen wir schon im Archiv gewesen sein. Heißt, müssen wir schon dieses Viech gesehen haben. Wir haben es ja gesehen, also ich habe es zumindest gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, freut euch, wenn ihr es... Okay. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime! Or at least until tomorrow! ja, okay, hier waren irgendwelche Menschen, die sehr besoffen waren. Hier finden wir... Hybrid. Dankeschön, ich hasse dich, Spiel. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Verdammt, und schon wieder ist diese Dämme hier, die schluckt ja Öl wie nichts Gutes. Unser geistiger Zustand. Kopf dröhnt und Hände zittern. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Na, wofür man die wohl gebraucht hat. Ich habe irgendwie gerade keine Lust rauszugehen, werde ich aber trotzdem. Und zwar in der nächsten Folge, also Leute, macht's bis dahin gut. Ciao.